Einen wunderschönen guten Tag und damit recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren und außerordentlich fantastischen Aufnahme vom Let's Play Transport Fever 2. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen mehr den Überblick machen, was wir letztes Mal gemacht haben. Vielleicht fehlt da noch der ein oder andere Bus. Nee, eigentlich nicht. Wir wollten aber ganz kleine Dörfchen mit Bussis anbinden. Das stimmt, hier geht allerdings immer noch mal Ware verloren. Oh nein. Die sind ja auch schlecht alle, ne? Das ist egal. Die sind außerhalb der Geruchszone von Städten. Von daher können die so viel stänkern, wie sie wollen. Genau, da das Brot Rendsburg, das eine halt way too. So. Wenn hätte man da gucken müssen. Da oben. Oje. Flensburg. Find's immer noch witzig, so. Und einmal vielleicht noch Flensburg 2. Ja, mindestens. Scheinbar gut was los hier auf den Linien. Mittlerweile. Flensburg wächst jetzt auch. Richtig krass, ne? Also irgendwann wachsen die bis zum Flughafen und beschweren sich dann. Ja. Ist zu laut, Mann. Ist zu laut. Ja, ihr habt euch da hingebaut. Ja. Ist egal. Ist das nicht süß? Und er ist defizitär. Ja. Aber die ganze Linie overall ist okay. So, und das ist ja auch Verbindung hier zum Flughafen für die anderen Käfer hier. Dann hat er schon seine Berechtigung. So, ja, das ist natürlich von da nach da mal sehr viel los. Aber der Hauptbahnhof gedeiht ja ganz prächtig. Ich glaube auch, dass das jetzt die Straßenbahn ein bisschen fördert, die ja sonst immer noch krasser defizitär waren. Wer wartet denn alle da noch so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Fahrgast. Er will zu seinem Kind. Er steht unter dem Haltestellen. Wie langsam kann eine Bahn fahren? Häuschen. Doch trotzdem voll im Wind. Es hält ihn nicht warm. Zug, bitte komm geschwind. Sonst werde ich lahm, weil meine Beine abfrieren. Okay. Okay, Josh. Also teilweise ist er vielleicht ein bisschen krasse Fahrt. Das ist halt jetzt, aber das wird es ja okay. Okay. Kleine Dörfchen. Wir. Kiel ist jetzt kein kleines Dörfchen, aber Rendsburg zum Beispiel hätte ich denn Bock. Noch kein nee, Rendsburg ÖPNV? Wächst ausschließlich wegen des Brots. Oha. Und ja, halt im Prinzip natürlich indirekt über diese Zugstrecke, die ja gut connected ist, aber so mache er, entwerfe er. Wollen wir denn ganz kurz mal gucken, ob nicht die Schiffe zu viel oder zu wenig sind. Das sieht aber echt okay aus. Ja, es könnte vielleicht einer noch, weil da 40 von 40 Schiff sind. Schiff für euch. Ja, ich finde immer noch sehr lustig. Schon mal, hier ist ein Föhrhafen. Die wollen hier alle echt nach Föhr, das ist ja katastrophal. Ja. Schiff für euch. Ja, dann ist halt die Frage, ob wir hier in diesem größeren, aber ich glaube, das wäre ein bisschen too much. Bin ja mal gespannt, wann Föhr so weit wächst, dass es auf dem Festland weiter wächst. Wow. Das ist ein Tanker, was du da hast. Brauchst ein paar Sachen. Ich habe Schlauchboot gelesen. Nee, es ist ein Schubboot. Die Damenfähre. Ich finde es da irgendwie voll sexistisch, dass da keine Männer mitfahren dürfen. So. Dass es wie Click und Meet auch für Veganer geeignet ist. Okay, ja. Vegetarier. I got it. Oh, guck mal, der sieht auch gut aus. So, ich habe jetzt mal das Schiff da ersetzt, weil da ist doch echt ordentlich was los. Los. Ja, aber Schiff für euch halt irgendwie auch. Ja, ach komm, ihr kriegt auch zwei von den. So. Damenferries. The Damon. Damon Ferries. Matt Damons Ferries. Erinnert mich an das Worträtsel, das wir gerade gemacht ja. haben. Wenn den Zuschauer nicht davon erzählt, ja, ist auch nicht wirklich sinnvoll, aber ja, ich habe mich gefühlt, wie als ob ich die Wortwitze in diesem Rätsel und geschrieben hätte. Ich weiß nicht, bei Kreuzworträtseln, ich dachte immer, dass Kreuzworträtsel dafür konzipiert sind, dass man sich schlau fühlt, weil man ja auch mal Sachen weiß. Nee.
Aber in diesem Kreuzworträtsel kommt man sich einfach nur richtig blöd vor. Es war aber auch, ich sag mal, advanced, der Schwierigkeitsgrad. Ja. Deswegen, ja, es ist nachvollziehbar. So, das wird besser hier. Kryptische Kreuzworträtsel. Kollegas kryptische Kreuzworträtsel. Ja, okay, das kann aber echt, das Linie kann das halt auch echt ab, wenn du das anguckst, ne? Das ist krass. Gut, mit dem Brot ist es besser geworden. Wartet der denn hier? Ja, der wartet. Das finde ich gut. Das hier fährt durchgehend durch. Da könnte natürlich auch irgendwie besser, noch besser gehen. Aber ich glaube, immer blockieren die sich auch nur noch, ne? Ich glaube, das ist... Ich glaube es auch. Mehr kann man nicht machen. Heißt jetzt für uns, wir nähern uns diesem ÖPNV in. Ich habe halt... Dann wachsen die da halt hin, dann ist halt so, ne? Dann wachsen die halt bis dort. Ja, die können doch einfach, Rendsburg kann doch einfach nach rechts wachsen, weißt du? Muss ja nicht nach links wachsen. Ja, hoffen wir mal, dass das auch tut. Wieso? Guck mal, da unten, da wächst es mit der Stadt da unten zusammen. Sagt das den Rendsburgern. Rendsburg. So. Ey, guck mal, die wachsen nach rechts, über die Bahnstrecke wachsen. Ja. Also wir gucken zu viel Assassin's Creed, Rendsburg. Da das wachsen heißt, die mit, was auch immer das ist, ach, Kiel zusammen. Du möchtest Kiel, aber die haben ja ihren Zug, oder willst du Intra... Nein, ich meine Intra, nur, dass Rendsburg bald mit Kiel eine Inter, Inter... Warum ist da nicht, warum ist da denn eine Linie? Die sollen mit dem Ding hier fahren, mit dem, wie heißt das? Mit dem... Zug? Zug. Und wenn ein Zug... So, da kann meinetwegen das auch noch nach da wachsen. Oder Rendsburg schnappt sich halt einfach, weil es viel krasser ist als Kiel. Rendsburg ist einfach krasser als Kiel. Das schnappt sich dann die Area da unten. Das Area 51 dann. Okay. Wenn ja, dann Rendsburg 51. Rendsburg 50. Ich bin dafür, dass Rendsburg eine Buslinie bekommt, die Linie 51 ist. Okay. Das sehe ich auch. Man macht ja die Busspuren denn manchmal einfach nicht. Man weiß es nicht. Warum weißt du es nicht, Tobias? Ich zwei alkoholische Getränke, bitte. Tobias. Oh. Ist Bias nicht aber auch ein Wort für Bias. Irgendwas? Ja, aber... Bias, ja, Vorurteil. Hier sag ich ja, für irgendwas im Englischen. Ich hatte irgendwas wie heißt das, so, wie heißt das, Eifersucht gedacht, aber dann ist es scheinbar... Oder das Bios, was man beim Windows-Start... okay. Good joke. Und ich glaube damit, dass wir damit diese Elektrolinie hier so ein bisschen... Weißt du, Computer geht nicht an, Hardware Hans-Peter kommt, schraubt auf, Tobias. Ja, und ein Filter. Weil zwei Biosysteme da drauf waren. Oh, das ist wirklich nicht gut. Es ist halt das eine Basic Input-Output System, das ist halt das Akronym. Nee, du kannst... Versehentlich zwei Bios da drauf zu machen? Es ist ja eher Hardware, also... Ja, BIOS ist ja, boah, nee, damit ich, wenn ich jetzt, ich möchte mich dazu weiter nicht äußern. Okay. Ich möchte mich dazu bitte nicht weiter äußern. Okay. Das könnte meiner Ehre als Informatiker, ich sag mal. Ehre. Bosch, Ehreninformatiker. Wenn es mit dem Informatiker nichts mehr wird, dann kannst du auch Bauer werden. Bist du immer noch ein Ehrenmann. Hast du den Witz jetzt wirklich? Ja. Bei dem auch war dieses Kreuzworträtsel gewesen. Ein Ehrenmann. Ja, okay. Wobei ich glaube, dafür ist die Zeitschrift nicht hipster genug, oder? Nee. Ja, wobei doch, teilweise sind das schon sehr hipsterige. Das muss man denen schon lassen. Also. Ich glaube, man muss das einfach mal üben, bevor man das dann kann. Ah ja, das glaube ich auch. Also, wenn du jedes Mal dieses komische Rätsel da mitmachst, irgendwann kannst du das. Das ist wie Scrabble. Am Anfang bist du Noob und dann... Scrabble Mechanics. Ja, die Spur ist ja eigentlich sinnlos, ne? Die brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Da ist zwar eine Zuglinie, glaube ich. Ach nee, da gibt's... Ja, aber die können ja einfach... Die können ja einfach dann... Ach, jetzt mach mal nicht so... Mach mal kein Auge. Das habe ich mir gerade auch gedacht. Jetzt mach mal kein Auge hier. Das habe ich mir halt gerade ernsthaft auch gedacht. Man merkt doch, das passt doch ganz gut. Ja, das ist richtig. So, auf Gleis 1 fährt ein der Zug nach da, wo es zugig ist. Ja, wir saßen heute tatsächlich mal in der Sonne. Auf dem Balkon. Weil wir in letzter Zeit
selbst beim Entspannen noch, keine Ahnung, halbwegs produktive Sachen machen wollen. Also ich hab, also um mal so Hashtag Real Talk, ich habe mir schon für mich selber gesagt, wenn ich schon solche Sachen mache wie abspüle oder so, das zählt für mich schon als Entspannung. So von dem restlichen Stuff, den man halt so macht. Deswegen, ja, da ich bin schon ganz froh, dass ja, ich mich jetzt wieder auf den Balkon setzen kann und der zeitungslesende alte Mann sein kann. Okay, das hier ist es unser, genau. Unser zentraler... Aber deswegen haben wir uns sowas wie Zusammenkreuzworträtsel machen. Ja, das ist auch einfach cool. Nachdem die Pietz das ja vorgemacht haben, Pietz Miet und ihre Kreuzworträtsel. Pietz Miet. Die uns dann aber teilweise echt eine Spur zu einfach sind. Ja. Oh, wir sind so intellektuell. Haben wir gedacht, boah, wir sind ja so intellektuell. Nein, sind wir nicht. Ja. Dum, dum. Ba-dum. Ba-da-da-dum-bum. Ba-dum. Bam. Bam. Ich habe eine Idee. Wir machen einen Zwei-Linien. Zwei-Linien-Schmeilinien. Schmeilinien, du. Wo machen die denn da? Sieht aus wie Leichenwagen, du. Was ist unser Bus? Wir haben doch gar keinen Bus hier. Was seid ihr denn? Der Marco. Und der Marco. Marco und Marco. In den exakt gleichen Autos. Sehr die sass. Aussehen wie Leichenwagen. Sehr sass. Das finde ich schon sehr sass von Sus. Denen. Sass. Und das ist auch das Akronym für sanft und sorgfältig. Ein sehr guter Podcast. Ich finde damals. So, ach, stimmt, jetzt heißt. Ach, stimmt, jetzt ist es ja Pfuff, ne? Ja. In meiner Welt heißt das immer noch sanft und sorgfältig, so. Und es ist auch noch ein anderes Kürzel, und zwar für Schülerinnen und Schüler. Ich hätte es jetzt eher so Bosch voll sass, ey. Ja, die SOS. Naja, ich hätte es jetzt an Dingens hier festgemacht. Wie heißt das? Das Spiel mit unter dem... Unter uns. Among Us. Ja, das komische Spiel, wo ich den Spielspaß noch nicht gefunden habe. Hate. Hate-Welle. Ich würde so gern mal wieder spielen. Okay. Okay. Dum. Badum, badum. Und bam. Sus ist, ich glaube... spanische Pronomen für irgendwas. Also oh ja, für irgendwas sehe ich auch, fühle ich. Es sind seine Sachen. Sus things. Sus. Ah, sus. Glaube ich. Solange es nicht Mus ist. Also Moos, eine Det Biene im Rückwärtsgang, ist ja alles gut. Die Bienen hatten wir heute auch auf dem Balkon. Ja. Jos, spannende Balkon-Anekdoten heute. Das ist aber tatsächlich, also gar nicht mehr so selbstverständlich. Ich habe mal gehört, dass es Ortschaften gibt, wo es einfach gar keine Bienen mehr gibt. Wo man keine Bienen mehr beobachten kann. The Bees. Die müssen mehr, wie heißt das Spiel? Botsam spielen. Ja. Kennt es wahrscheinlich wieder keiner mehr von euch. Ja, von dem her fand ich das doch ganz schön, dass wir bei uns Bienen hatten. Also, dass es zumindest Karlsruhe. Jetzt, wo der Ikea da ist, gibt es wieder Bienen. What the actual Waldweg? Man weiß es nicht. Das ist ein sehr sinnvolles Leben. Dass es wieder Bienen gibt. Es gibt natürlich noch andere Möbelhäuser. Weil der Bienenkästen 51. auf dem Dach hat. Ah ja. Und deswegen sich da Bienenvölker that's right. Genau. Aber die Biene hat mich mit einer Blume verwechselt und ist dauernd um mich rumgeschwirrt. Es war ein bisschen weird, weil so blumig rieche ich doch gar nicht. Müsste ich da jetzt als der Mann irgendwas dazu sagen? So? Nein. Müsste ich dazu irgendwie die Stellung beziehen? Es sei denn, du möchtest mich auf meinen erhöhten Parfümkonsum hinweisen. Achso, nee, das wäre nicht so. Ja, aber ja. Also irgendwie, die fand meine Haare sehr interessant. Vielleicht dachte sie, meine Haare sind Blumengestrüpp. Gestrüpp. Gestrüpp.
Onkel hat sich ein Haus gebaut. Oh, das erinnert mich an Cities. Mit nachhaltig hier Tante Emmas Bienenzucht und so. Ach ja. Ja, ich meine, komm wieder Cities. Da kann ich zu viel cheaten. Okay, da kann man ja die Schlossstraße einmal auslassen. Aha. Und den Wald will ich ja euch auch. So. Bitte. Oh, ja, ist ein okayes Linienkonzept. Krass, krass. Warum? Ja, weil das so. Nee, du musst die gelbe Linie ist die andere. Ach, ist die Zug, die LKW-Linie. Ach so. Rendsburg 52. Ja, 51 haben wir ja schon. Hast du gesagt, ob es Busse sind? Ist es ein Bus? Ja, ach so, das generell. Ja, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr anfangen. Was war einmal aufhören? Also am Anfang Bus, bla bla bla. Dann Stadt und dann Fahrzeug, bla bla bla. Aber jetzt? Mm-mm. Er hat gemacht. 15? Ist ja belastend. Oh. Alter, sind das viele einfach. Da passen 15 Leute rein. Wow. Ich weiß ja nicht, wie krass Rendsburg. Schon geile Busse. Die fahren halt 100. Also die taugen da richtig krass, gut fürs seit Überland. Seit wir jetzt die neuen Züge haben, werden die Passagiere, also diese Zahlen da unten mit so und so viel transportierte Passagiere, die sind echt krass in die Höhe gegangen seitdem. Die Züge so schnell sind. Ja, das stimmt. Und auch weniger, die sich die Leute stapeln. So. Ich glaube auch, dass das ja nochmal die Attraktivität unserer Stadt jetzt sehr... Attraktivität. Ne, genau. Jetzt warten die nämlich eher hier am Zug und dadurch wird der... Ja, da kommt er schon wieder einer. Wie viel Kapazitäten hat denn der? Oh, der kriegt halt ja nicht alles weg. Ich fast... Wie lang ist das denn eingleisig? Ist hier. Ja, jetzt geht das hier ein bisschen schnell, ne? Mhm. Mach mal das zweigleisig und noch ein Güni. Wie lang ist denn die Strecke? Lang, lang. Ach schon, wir sind ja diese Joschen. Das muss ganz lang sein. Das war Luisas Linie. Das war Luisas. Ich bestrafe den Josch-Linie. Boah, das ist nicht so bestrafend. Aber ja, wir könnten das Ding. Ja, oder die Günis kriegen halt mehr Kapazität, ne? Das auch. Aber dann beschleunigen die irgendwann auch nicht mehr so gut. Wobei die Beschleunigung für den Güterzug noch ausgezeichnet. Ja. Was könnten sie denn noch brauchen? Ja, ach komm, ich würde gerne aber nochmal einen drauf. Da müssen ich jetzt nochmal einen. Nein, das geht schon. Das ist nicht so weit. Gerade gegen Ende wäre das nicht schlecht, nee, dass wir das weitermachen. Die sollen sich verteilen, das geht schon. Also, rein überleg mal von der Logik her. Wo sind wir hier? Da. Ja, okay, es könnte vielleicht ein bisschen länger. Wobei, das ist nicht weit. Das ist für eine Günni schon nee. Weit. Stopp, es sind 4 Fahrzeuge. Wenn sich jeder von denen, einer an dem einen Endbahnhof, der andere am zweiten Endbahnhof befindet, müssten sich rechnerisch beiden anderen Züge hier befinden. Das heißt, die sollten nicht in so einem Takt fahren. Guck mal, aber Berlin. Da ist ja gar nichts mehr los. Okay, dafür sind die alle im Zug. Ja. 150. Holy. Nuggets. Ist die Linie noch in Ordnung? Ja, das passt noch so. Ja, gut, dann ist das mal in Ordnung. Wir können ja nochmal Ludwigslust mal im Bus mit so einem U-105ern führen oder so. Hat Ludwigslust überhaupt irgendwas? Nein. Ja, eben. Es existiert einfach. Ja, hast du so knuffige Busse? Die Frage ist, zu welchem Bahnhof die wir jetzt neu gekauft haben. Die Frage ist, wo fahren die hin? Die fahren Ludwigslust rum und fahren dann nach Berlin. Oh, Schienenrufbus. Oder Brandenburg oder so. Ja gut, das ist... Boah, Schwerin hat auch richtig krassen Bus, du. Nicht.
Ja, sollen die auch gar nicht. Aber diese Schienenbusse sind halt, die sollten nochmal einen mehr haben. Ja, wobei es reichen ja zwei mit mehr Fahrzeugen. Ne? Das sei denn, kriegst du ja das ja auch immer mehr. Warum kriegt Schwerin eigentlich auch kein ÖPNV? Weil sonst die Schienenbusse nicht funktionieren, weil die sonst zu krass sind. So. Genau deswegen. Ich will, nicht, ich will die klein halten, weißt du? Okay, weil was ist mit Ludwigslust und Brandenburg? Ich will echt mal überlegen, ob der von Ludwigslust nach Brandenburg fährt. Also die brauchen ja auch keine Verbindung mal prinzipiell. Das ist ja Quatsch. Die sollen schön mit ÖPNV fahren. So. Darüber, ihr könnt meinetwegen nach Hamburg. Ja, der Bus könnte nach Hamburg fahren, doch. Ist aber viel weiter weg. Ja, ist es auch. Ja, ihr braucht ja diese Verbindung auch gar nicht. Das ist ja einfach Quatsch. Also, ich muss ja dazu sagen, weil sich, ja, eben, also die sollen halt einfach mit dem, mit nee, der neu gebauten. Da wollte ich auch einfach nicht hin. Ja, da will auch keiner hin. So. Ich muss auch sagen, wir haben ein paar, wir haben wahrscheinlich die Modifikationen, die wir in der Karte gemacht haben, vor dem Let's Play, waren eher das Gegenteil von zuträglich. Was? Ein paar Städte dazu und ein paar Straßen dazu. Ich glaube, alles beides war eine sehr schlechte Idee. Ja. Straßen haben wir gar keine dazu. Doch. Ich habe unfassbar viele Straßen gebaut. Krass. Was ist denn Zug 41? What? Okay, 41. Auf der Linie. Ja. Das war Z wie Zug, ne? Ja. Jetzt hätte ich einfach andersrum sortieren sollen. Da. Das ist ein Günni. Ach, das ist ja egal. Günni der Erste. Ja, eben. Günni der Erste kann auch. Was ruhig hast du denn gesagt mit auf der Linie? Was war das für ein Zug eigentlich? Ich habe mir gedacht, das wäre einer von unserer Karlsruher Stadtbahn gewesen. Und das habe ich mir halt nicht vorstellen können, dass das einer der erträglichsten Fahrzeuge ist. Es war ja dann einer von den krass schnellen. Die haben halt ein ähnliches Ding gehabt. Ja. Das hatte ich halt. Ja, die sind tatsächlich sehr ertragreich. Ja. Also die sind eventuell auch sehr siehtragreich. Das hängt dann von der. Luisa ist von dem Rätsel aber noch hart getriggert. Ja. Luisa fühlt sich gemoppert. Kognitiv nicht sehr leistungsfähig. Fühlt sich von dem Rätsel gemoppert. Ja, nach der Bearbeitung dieses Kreuzworträtsels. Was ist denn hier überhaupt für eine komische Verkehrssituation? Vielleicht hast du die ja auch geschaffen. Unter Umständen. Ich hätte das nicht geleugnet. Na naja, gut, man kann ja den Bahnhof noch einen Ausgang verpassen. Das ist ja gar kein Problem. Und nur zwei Gebäude. So, und dann bekommt ihr... Das passt gerade nicht, das ist natürlich fantastisch. Ich habe gedacht, ich könnte gerade noch so ein Gleis dran bauen. Dass da von der Länge her passt. Bleiben, bitte. Also, Passenger-Gebäude. Kleines Passenger-Gebäude. Na, das ist ja ärgerlich. Großes Passenger-Gebäude. Bau doch den Bahnsteig einfach nochmal länger. Geht das? Geht nicht, eben. Das war ja, was ich wollte. So, hier ein Ausgang und da kommt da halt so ein. Eine Treppe. Ah, Treppen kann man nicht richtig bauen. Hat irgendeine Straße, eine Straße oder so. Wir haben doch da auch letztes Mal in so einen Weg hingezimmert. Was war das denn? Das war sehr abenteuerlich. Aber es hat funktioniert, ne? Du funktionierst auch immer. Ich kann ja das einfach versuchen abzugraden. Graden? Nee. Der ist echt ungünstig platziert. Was? Das halte ich jetzt aber für eine Lüge. Oberbrandenburg. Ach, guck mal, da ist sogar noch Garantie drauf. Na siehste. Ich mache von meiner Jeff Bezos Rückgabe Garantie. Ah. Ja, ein schon Gebäude mehr dat entfernt. Boah. Ja. Die bauen sich da wieder hin.
So, das ist aber connected, ne? Connected. Ist das connected? Ja. Nee, bin mir da nicht so sicher. Das hat vorhin weiß geleuchtet. Nee, aber nicht, als ich es dann platziert habe. Ich dachte. Aber da ist ja ein Weg. Aber nicht genau in dem Moment, wo ich es platziert habe. Da hätte ich. Ich habe nämlich darauf geachtet, dass sie das oben, das eine Gebäude nicht noch. Es war so. Ah. Und es war nicht so. Ja, dann mach doch so. Ja, es ist halt das eine Gebäude. Wie sieht das denn jetzt aus? Genau so. Ja. Es hat gesnappt. Mach den einen falschen Snap und ich bleibe im Recht. Falsch gesnappt. Snap out of it. So, die Treppen. Damit die hier direkt rüber und danach an den Bus können. So. Dann machen wir da eine, wirklich mal eine neue Straße. Wir bauen mal eine neue Straße. Wir könnten auch einfach einen Seilbahnverkehr machen. Jetzt lass uns einmal einen Bus bauen. Sagte der, der immer Busse baut. Nein, den Überlandbus. Ach so. Überlandbus, Überlandstuss, habe ich gesagt. Ja. So, Gebäude. Dann brauchen wir ein paar Haltestelen. Aber hätte ich eine Haltestele, wäre mein Reiseziel. In deinem Busbahnhof und da bleibe ich. Liegen. Mhm. Ja. Bei unserer Zugsituation manchmal echt gar nicht so abwegig. Ne? Nee. Niet. Nee. Niet. Nee. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Die haben doch auch kaum bum, Infrastruktur dort, bum, oder? Ja, haben die auch. Herzlich willkommen in Brandenburg. Josh hatet Brandenburg. Am Bahnhof. I don't think so. Was ich übrigens sehr kritisch fand, war die Zeit, als es in Brandenburg dann wieder gebrannt hat und alle Leute gesagt haben, kein Wunder, heißt ja auch Brandenburg. Das ist ein bisschen lustig, finde ich das schon. So, das ist der Überlandbus nach... U-Bahn-Landbus? Ja, Ludwe. Achso, der muss aber noch konfigured werden. I would like to figure out which. So, am Sportplatz. Das ist. Er muss mit Spielmännchen versehen werden. 1, 2, 3, 4, 4. Nein. Und auch am Mühlweg. Nicht laden. So, und am Mühlweg bei der 7 habe ich jetzt Oberbrandenburg angetippt. Oh. Ich verstehe davon eh nichts, von dem her. So, am Sportplatz nicht einsteigen. Am Mühlweg nicht einsteigen. In Oberbrandenburg beides. Am Mühlweg nicht aussteigen. Und am Sportplatz auch nicht aussteigen. Weil das die Überlandlinie ist. Verstehst du? Nee, gut. Ich habe mein Ziel erreicht. Nee, die sollen halt, dadurch, dass das Überlandbus ist, sollen da auch nur die Überlandfahrgäste mitfahren. That's way wichtig to me. You know. My name is also Dwight. Ich wusste gar nicht, dass dein Vorname also ist und dein Nachname Dwight. So, und hier, ich hätte jetzt ein paar DB, Gelenk, voll verglaste OP05er gekauft. Oh. Josh, sein Lieblingsbus. So. Nee, wobei OP05G kenne ich gar nicht. Ja, auch schöne Busse. Kann ich dir um sie auch mal zeigen. Er ist ein guter Bus. Ja, er ist alter Bus, aber er ist ein guter Bus. Ich hätte ihn gerne mal in Real Life gesehen. Das ist tatsächlich, das weiß ich nicht, ob das irgendwo. Also ist schon mal die Front her, das ist ja die auch im O107 hat, ein bisschen höher. Ja, genau. Ich weiß nicht, woher könntest du die kennen?
Boah, das wäre auch mal eine Challenge. Irgendwann mal wieder, wenn das mal wieder geht. Fahrzeuge catchen. Ja, wohin es gibt reisen? Ja, einfach nur, um mit Fahrzeugen zu fahren. Es gibt echt viele Leute, die sowas machen. Tatsächlich. Okay. Also wirklich. Ja, schon ich cool. Kenne auch persönlich jemanden. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja, I got it. Fährt denn jetzt hin? Ich meine, ich würde zum Beispiel auch gerne mal nach Wuppertal mit der Tofi-Schwebebahn fahren. Boah, da denke ich, sie wäre aus dem Fenster, wenn ich sage, da war doch mal, was da die mal nicht fährt, gefühlt dauernd, wegen irgendeinem anderen Grund. Ja. Ja, aber ich will jetzt mal wieder keine Mutmaßungen treffen, weil wenn Video sich äußert in Let's Plays zu Sachen, wo wir da keine Ahnung haben. Keine Ahnung von der Planung. Da keine Ahnung, Mann. Der keine Ahnung, Mann. Und soll ich dir was sagen, was der auch ist? Du bist der keine Ahnung, Mahnung, Frau. Mann. Nee, der keine Mahnung, Mann. Was ist mit dem keine Mahnung, Mann? Ja, das ist der, der seine Rechnung immer pünktlich bezahlt. Boah. So, fahren die sich halt alle verschiedene Himmelsrichtungen. Nee, die fahren alle in die gleiche Richtung. Von was kommt denn die Sonne? Von hinten. Ja, das ist doof. Naja, okay. Egal, das sieht so auch in Ordnung aus. Das sieht sogar ganz... Also bei dem Bus jetzt von der Seite und bei den anderen Bussen von hinten. So, wir machen das so. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.